Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute hier gerade im Sechser. Entspannte, boah, was haben wir heute? 26 Grad. Ja, sagt hier 24 Grad, aber ja, laut Handy haben wir gerade 26, 26,5 Grad. Ich sag's euch, Leute, die Sonne knallt. Wow, kennt ihr das, wenn ihr das Auto gerade so schön stehen habt lassen in der Sonne und dann kommt ihr zurück? Da ist totale Sauna. Alter Verwalter, auf jeden Fall. Ja, erstmal willkommen zu einem neuen Video. Kurzes Update, Lenkrad, da bin ich noch auf der Suche nach einem neuen Lenkrad. Ja, wie gesagt, ich hätte gerne ein M-Lenkrad. Ich habe mir ein, zwei Angebote eingeholt bei eBay Kleinanzeigen. Wahrscheinlich wird es eins von denen sein. Ich mache den Ausbau und alles auch komplett und den Einbau. Die Lenkräder müssen aber neu bezogen werden. Ich werde das auch selber komplett neu beziehen, also im ausgebauten Zustand das neue. Ja, also sobald das kommt, ich werde euch aber vorher nochmal updaten. Sobald ich das habe, werde ich da auf jeden Fall nochmal so einen Community-Post posten. Ja, so viel dazu. Update zu der Aufbereitung vom Softlack hier. Das Ganze, also alles, was ich dafür brauche, ist bestellt. Ich werde das diese Woche wahrscheinlich machen. Man sieht das hier aber auch, ne? Ein Softlack, da seht ihr das ja auch. Boah, kriegt man da einen Fokus rein? Ja, schwierig. Auf jeden Fall, das Ganze wird auch gemacht. Sachen sind dazu auch schon bestellt. Ja, sobald, ich denke mal, das werde ich diese Woche machen. Wahrscheinlich am, was haben wir heute, Sonntag. Das werde ich dann am Mittwoch machen, so dass das Video am Freitag online kommt. Ja, also bleibt gespannt. Ich werde das Teil aufbereiten vom Softlack her und hier in der Mitte dieses Mittelteil, das hat ja auch Softlack dran. Das werde ich auch mit direkt machen. Das sind die beiden, die am meisten mitgenommen wurden. Hier die Spange vom Lenkrad, das würde ich da jetzt nicht mitmachen, weil wie gesagt, ich tausche ja das ganze Lenkrad und bei den Lenkrädern ist noch eine Spanne mit dabei, eine Spange mit dabei, mit M-Emblem drin. Ich glaube, die sind aber auch einfach nur aufgeklebt. Muss ich mal sehen. Also wie gesagt, das würde ich dann da mitmachen. Ja, auf jeden Fall. Ich bin vor kurzem drauf gekommen. Es gibt wohl für die BMW E63 und die E60-Reihe, also 5er und 6er, gibt es wohl einen Launch-Mode. Für alle, die nicht wissen, was das ist, so ein Launch-Control-Modus oder so ein Launch-Mode, das ist quasi so ein Modus, wenn man mit maximaler Schubkraft vom Fleck sich bewegen möchte, was auch optimal geeignet ist für jetzt zum Beispiel nasse Fahrbahnen und sowas. Und für alle, die es wissen, es gibt ja diesen DTC-Knopf in den 6ern und in den 5ern oder in vielen BMWs. Ich glaube, bei allen BMWs ist es DTC. Auf jeden Fall, wenn man den ja einmal drückt, dann ist ja die Traction Controller aus und quasi die Hinterräder drehen sich ja dann mit. Das ist vor allem dann nützlich, korrigiert mich, wenn ich hier irgendwie falschen Schwachsinn erzähle oder so. Aber das ist vor allem dann nützlich, also ich mache das immer an, drücke mal drauf, wenn es zum Beispiel bei uns in der Gegend viel schneit oder die Straßen rutschig sind, dann ist das immer ganz cool. Wenn man das ein bisschen länger gedrückt hält, 5 Sekunden gedrückt, ich glaube 5 Sekunden ist das laut BMW Handbuch, dann schaltet man die komplette Traction Controller aus, so dass man quasi gar keine mechanische Kontrolle mehr bekommt. Das bedeutet, wenn ihr dann losfährt, kann es durchaus sein, dass ihr dann quasi komplett irgendwie die Traction verliert. Und ja, wenn ihr zu schnell beschleunigt, dann vom Fleck, dann wahrscheinlich auch in der Seite irgendwo landet, wenn ihr da nicht die Kontrolle übers Auto behält. Das ist auf jeden Fall der zweite Modus. Es gibt aber einen dritten Modus und das wusste ich gar nicht mal. Das habe ich erst vor kurzem herausgefunden. Wenn man diesen Knopf gedrückt hält, länger als 10 oder 11 Sekunden, dann verschwinden alle Symbole und es sieht so aus, als tut sich nichts. Allerdings ist dann der sogenannte Launch-Modus aktiv. Und was das bedeutet ist, wenn ihr dann quasi vom Fleck eine abrupte Beschleunigung machen möchtet, ist das nochmal schneller, als wenn ihr das normal oder mit DTC an oder mit kompletten Assistenzsystemen ausmacht. Und das werde ich jetzt mal testen in dem Video. Ich werde mal alle vier Modis, also normal, dann DTC an, dann alles aus und dann den Launch Mode testen. Also die vier Modis werde ich mal testen. Und ja, nehme euch da auch mal live mit. Jetzt muss ich erstmal gleich gucken, wo ich dafür hinfahre für den Test. Wir brauchen dafür am besten irgendwo eine Strecke, wo wir keinen Menschen stören um die Uhrzeit. Ja, ich nehme euch auf jeden Fall mit. Also bis gleich. So, jetzt machen wir den ersten Test. Als erstes einmal normal beschleunigen. Ohne DTC aus, ohne nichts. Beschleunigen einmal normal. So, jetzt kurz.
So, das war der erste Run. Der war nicht schlecht. Jetzt machen wir mal den zweiten. Mit DTC nur an. So, der nächste Test, das war der zweite Modus mit DTC an, war ehrlich gesagt kaum Unterschied zum ersten Mal. Der erste Mal hat sich ein bisschen langsam angefühlt. Jetzt den dritten Test mache ich DTC aus, ich mache komplett alles aus. Also ihr lässt die DTC-Taste mehr als 5 Sekunden gedrückt, 5 oder 6 Sekunden, bis alle gelben Leuchten leuchten. Ja, dann haben wir komplett gar keine Traction-Kontrolle. Das heißt, wenn ihr das nachmachen wollt, auf jeden Fall irgendwo, wo ihr nicht in den Graben fahren könnt, weil ihr habt gar keine Kontrolle mehr über das Auto. Die Rückräder werden durchdrehen, Rauch wird entstehen, das volle Paket. Ja, okay, ging besser als gedacht. Also, Straße ist zu trocken heute, ist zu warm. Doch keine quietschenden, durchgehenden Reifen. Das war jetzt auch nicht der Sinn und Zweck des Ganzen, aber ja, auf jeden Fall. Das war jetzt am langsamsten vom Gefühl her. Hat sich das jetzt nicht so schnell angefühlt. Jetzt werde ich mal den Launch Mode ausprobieren. Das erste Mal probiere ich den aus. Ich weiß auch nicht, wie es sein wird. Keine Ahnung. Ich teste es mal. Also dafür müsst ihr einfach die DTC-Taste 11 bis 12 Sekunden gedrückt halten. Den Modus kann man aber nicht mehr ausschalten, indem man dann nochmal DTC drückt. Man muss wirklich die Zündung dann aus- und anmachen, um den Modus wieder zu deaktivieren. Ja, okay. Also Fazit, der Launch-Mode war auf jeden Fall, hat sich am besten angefühlt. Also ich bin auf jeden Fall komplett durchlatschen, viel schneller durchgefahren als mit normal DTC an oder mit DSC aus. Also hat sich auf jeden Fall krass angefühlt. Ich würde das aber gern nochmal testen, wenn es regnet, wenn die Straßen richtig nass und glitschig sind. Weil heute sind eigentlich nur perfekte Bedingungen zum Autofahren und nicht jetzt irgendwie, um sowas zu testen. Also, ja, hätte jetzt sonst hier auch so eine kleine Drift-Session gemacht, aber ist alles staubtrocken heute. Kann man komplett vergessen. Auf jeden Fall, versucht es gerne mal zu Hause. Probiert es gerne mal nach. Das sollte funktionieren mit 5ern E60 auch, weil basiert ja auf demselben System. Also 6ern auf jeden Fall. Aber ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen hoch. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, lasst gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.